Herzlich willkommen in unserem Gespräch, jetzt ihr alle da draußen. Ja, wir wollen jetzt heute ein bisschen plaudern über ein neues Projekt, was du jetzt über Wochen und Monate im Grunde erschürft hast, erarbeitet hast, ausgegraben hast, entwickelt hast, auch in Beratungen und mit Klienten. Und ja, so Dinge passieren auch im Prozess der Arbeit. Und du nennst es jetzt den Phoenix-Navigator, ja, das kleine Überschrift Phoenix-Navigator. Und es geht jetzt darum, diesen Phoenix-Navigator zu vermitteln in einem kleinen Workshop, ne? Über 3 Abende. Und ja, wir wollen jetzt gar nicht so viel allgemein plaudern, sondern ganz zielstrebig wollte ich dich dazu ein bisschen ausfragen und damit auch den möglichen Interessenten oder den Menschen draußen, die da jetzt zuhören oder zugucken, ja, ein paar Infos darüber anzubieten. Erzähl mal, Phoenix-Navigator. Ja. Also Phoenix, die meisten von euch werden ja den Phoenix kennen. Er ist ja in der griechischen und ägyptischen Mythologie, ist es ja eigentlich der sogenannte Feuervogel, der am Ende seines Lebens in Flammen aufgeht und dann aus der Asche neu geboren wird. Und deshalb habe ich das Ganze Phoenix-Navigator bezeichnet. Es geht nämlich durch das Hindurchnavigieren einzelner Erfahrungsräume des Geborenwerdens. Ja, also nicht bloß des physischen Todes, der physischen Geburt, das erleben wir einmal, zumindest in einem Leben, ja. Wir werden geboren und sterben dann irgendwann wieder zum Schluss. Aber dieses Geschehen oder diesen Prozess, dass wir sterben sozusagen, einen bis dahin gültigen Erfahrungsraum verlassen, uns dann durch verschiedene Erfahrungsschritte auf ein neues Ufer zu bewegen, um dann neu geboren zu werden, den kennen wir alle. Und deshalb ist das Ganze der Phoenix-Navigator, ist entstanden aus den letzten Monaten oder in den letzten Monaten, aus den Erfahrungen von Einzelbegleitungen, Einzelfeldlesen, und auch aus den Erfahrungen der einzelnen Webinare, Seminare, Kurse und Workshops, die ich gegeben habe. Das ist der Hintergrund. Ja, cool. Ich finde es vor allen Dingen faszinierend, dass das gerade jetzt hochkommt und wir ein Gespräch führen darüber, weil ich glaube, heute Morgen gerade im Podcast bei Telegram über Sonne Pluto gesprochen. Ja. Und im Grunde ist es ja so ein Thema. Also beim Pluto, beim Skorpion ist es ja aus der Sicht der Heldenreisen-Astrologie, ist es insbesondere die letzten 10 Grad, ja, der Aufstieg aus der Unterwelt. Das ist eigentlich das Hochkommen des Phönix bei Harry Potter. Ich glaube, die Kammer des Schreckens, wo der Phönix die alle aus der Kammer des Schreckens hochträgt, aus der Unterwelt nach oben. Und nachdem sozusagen ein Skript überwunden wurde, was bis dato Gültigkeit hatte. Ja, und das ist hier offensichtlich, kommt jetzt hoch. Die Sonne löst sich jetzt vom Pluto, kommt aus einem Transformationsprozess und beleuchtet im Nachhinein oder überhaupt während deiner Arbeit auch diesen Prozess, dieser Phoenix-Prozess, ja, 11. Etappe der Heldenreisen-Struktur. Erzähl mal mehr. Du hast ja mir ein paar Ideen noch mitgeteilt. Verlust der alten Landkarten. Also ich weiß da gut, was mit anzufangen, ganz klar. Widerstand und Ekstase war noch ein Stichwort. Das interessiert mich natürlich. Was meinst du damit? Erzähl mal. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Phoenix selber, weil du gesagt hast, also bei Harry Potter werden die Leute ja nach oben getragen, Harry Potter und seine Freunde getragen vom Phoenix. Das ist aber für mich nicht der zentrale Aspekt, sondern es ist das Bild und bestenfalls die Inspiration, wie der Phoenix wieder aufersteht. Uns tragen und bewegen dürfen wir dann halt selbst. Ne? Also es gibt ja diesen schönen Spruch, ich kann die Leute zur Quelle tragen, saufen müssen sie alleine. Hat letztens mir jemand gesagt, der Coaching macht, und ich habe gesagt, naja, also ich bin bestenfalls jemand, der sagt, wegweisend könnte diese Richtung stimmen, um zur Quelle zu finden, und dann darfst du alleine dahin gehen und auch alleine trinken, weil sonst entsteht halt Klientel. Klientel kommt aus Altrunden und heißt abhängig Beschäftigter oder abhängig freier Abhängiger, abhängiger Freier. So, jetzt zum Königsmodell. Also, das eine ist zwischen den Welten, so habe ich das ja mal genannt, altes Ufer, neues Ufer. Wenn wir einen bestimmten Erfahrungsraum durchlebt haben, dann ist in der Regel unterhalb der Oberfläche dessen, was uns vertraut geworden ist, etwas Neues herangewachsen. Es hat aber noch keine äußeren Entsprechungsformen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, bewusst oder unbewusst, hat halt sozusagen den Ausdruck im Alten. Aber unter dem Alten ist was Neues entstanden. Und das nenne ich das alte Ufer. Das heißt, es entsteht ein Impuls, das alte Ufer zu verlassen. Christoph Kolumbus verlässt den Hafen von Lissabon auf der Suche nach dem Weg nach Indien. Ja, das heißt also, das alte Ufer wird verlassen.
Und dann passiert es in verschiedenen Erfahrungsräumen, dass wir den Weg zwischen altem Ufer und neuem Ufer durchleben, ja, in verschiedenen intensiven Schlüsselmomenten. Und das, was wir dann zum Schluss des Weges erreichen, ist das neue Ufer. Und der Abschnitt dazwischen ist ein Prozess, den wir in verschiedenen Erfahrungsräumen beschreiben können. Und das ist das, was im Phoenix Navigator zum Ausdruck kommt. So, dass, wo stehst du denn jetzt eigentlich aktuell auf deinem Weg? Und das Interessante ist dabei, dass wir ganz spannenderweise unter anderem natürlich auch Widerstände erleben, verschiedenes andere Schlüsselerfahrungen. Und dann kommt die eigentliche Phönixgeburt. Bei mir ist es der vierte Abschnitt oder der vierte Erfahrungsraum. Und danach kommt das Entdecken, das heißt das Neue Erkunden. Und was da im Wesentlichen passiert, ist ein Verlust an Identität. Ja, wir verlieren also unsere bis dahin gültigen Landkarten dessen, wie wir uns selbst und die Welt erleben und erfahren, Punkt, 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 möchten. Also diese Landkarten sind wesentlich zusammengesetzt aus Glaubenssatzsystemen, sehr interessant, aus Identifikationsräumen, die letztlich zu Rollenarchitekturen führen, die wir dann durchleben. Also die Maske des Schauspielers, die Persona, die Maske, die wir aufsetzen, ist der Identifikationsraum. Damit identifizieren wir uns mit Vorbildern, mit Ideen, mit Einsichten. Und dieser Identifikationsraum, die Maske, die wir aufsetzen, ermöglicht uns dann die Rolle, die mit der Maske verbunden ist, zu spielen und die entsprechenden Handlungsweisen zu praktizieren. Wenn diese Identifikation schwindet, dann passt die Maske nicht mehr, dann können wir die Rolle nicht mehr spielen. Wir fallen wortwörtlich aus der Rolle heraus. Und das ist ein Verlust von Landkarte, ein Verlust von Orientierung und das führt meist in die Krise. Und das ist dann nach der Phönixgeburt sozusagen der Abschnitt oder der Erfahrungsraum, wo wir beginnen zu experimentieren. Das wäre dann bei mir der fünfte Abschnitt, der fünfte Erfahrungsraum im Phoenix Navigator, wo wir beginnen zu experimentieren, zu tasten, zu erkunden, sozusagen potenzielle Möglichkeiten und Fähigkeiten spielerisch zu erforschen. Und da gibt es insgesamt sieben solcher Räume. Und da wir andauernd diese Räume durchleben, Phönixgeburten und Phönixsterben, ein ständiger Begleiter unseres Lebens ist, kann man dadurch ganz gut mal zwischendurch gucken. Es ist nicht ausdifferenziert, so tief wie zum Beispiel das 36-Phasen-Modell von deinem unsichtbaren Skript. Aber als ersten Überblick ist es wunderbar geeignet, also im prozessbegleitenden Mentoring zum Beispiel, um zu schauen, wo stehe ich denn gerade. Ja, das kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Bloß hier nochmal zum Verständnis, dass es gibt halt im unsichtbaren Skript der Heldenreise die 36 Phasen. Und hier ist es sozusagen, sozusagen ein Sieben-Räume-Modell. Es gibt natürlich immer aus unserer Wahrnehmung die Entscheidung, wenn ich einen Weg oder einen Wegausschnitt betrachte, kann ich ihn teilen, um ihn differenzierter in seinen Inhalten zu verstehen. Ja, ich habe auch lange davor gestanden, ob ich den Kreis so und so teile und in welchen ja, Kleinigkeiten, Details ich ihn angucke und so weiter. Und hier geht es also um bei diesem Phoenix Navigator um sieben Erfahrungsräume, sieben Entwicklungsräume oder Schritte. Die sind halt nicht identisch mit den 36 Phasen. Aber wenn ich mir das so anhöre, natürlich kann man das übertragen oder vergleichen, diese ganze Phönix-Geschichte oder generell das, was du beschreibst, es kommt mir so vor, als wenn dieser Phönix-Navigator speziell astrologisch gesehen zum Beispiel für die Wasserhäuser oder Wasserzeichen, zumindest um diese Wasserzeichen herum ein Thema ist, weil da geht es ja nach meiner Erfahrung und Erkenntnis jedenfalls gerade auch um das Verlassen alter Ufer, zum Beispiel vom Wassermann zum Fisch, ja, und dann geht man weiter, man verliert sozusagen alles Alte in der Mitte Fisch, muss ein neues Konzept entwickeln, begibt sich dann vorwärts. Genauso ist es beim Krebs und beim Skorpion, die Wasserbereiche. Da geht es ja immer um eine tiefer gehende Transformation, oft mit einem Abtauchen und oft das Abtauchen ja gleich mit einer Krise verbunden. Ja. Also wollen wir jetzt nicht zu differenziert machen, wo das jetzt genau hingehört, ist halt eine eigenständige Betrachtung oder Herangehensweise. Sieben Räume, sieben Schritte, wie auch immer. Du hast denn hier noch Wenn was ich über noch ergänzen sagen, weil zum Beispiel bei der Situationsfeldlesung, also beim Feldlesen konkret, was ja mein wichtigstes Wirkungsgebiet ist, verwende ich sozusagen beides. Also in der differenzierten Beschreibung und im differenzierten Auslesen einer Situation, der Situation eines Menschen, einer ganz spezifischen Situation, ist das Modell, wie du es beschreibst, dein unsichtbares Skript mit 36 Phasen hervorragend geeignet.
Die sieben Räume, von denen ich jetzt spreche, sind sozusagen ein Grobraster. Und dann kann ich in den jeweiligen Raum gehen und kann gucken, in welchen der 36 Phasen befindet sich jetzt dieser spezielle Erfahrungsraum, in dem sich ein Mensch gerade auffällt, in Anführungsstrichen. Das ist ja also nicht bloß physisch, sondern auch metaphorisch und letztlich seelisch, geistig zu sehen. Also ich gehe sozusagen in dieses Grobbetrachtungsmodell und lese dann im Grobbetrachtungsmodell in diesem Erfahrungsraum, zum Beispiel, jetzt also die Phönixgeburt, befindet sich dieser Mensch, durchlebt dieser Mensch gerade diesen Aspekt, und dann nehme ich die 36 Phasen und differenziere das sehr genau aus mit dem Feldlesen, also der einzelnen energetischen Muster, die ich immer wieder praktiziere. Ja, okay. Okay, dann hast du hier noch was von Spezialisierung auf die einzelnen Schritte oder Räume gesagt. Vielleicht willst du da noch ein paar spezialisieren. Ja, vielleicht nochmal eine Frage von dir habe ich übersprungen. Das war Identität, Quatsch, und zwar Widerstand und Ekstase. Also Widerstand ist das sich zur Wehr setzen, die bis dahin gültigen bestehenden Identifikationsräume zu verlassen. Ja, das heißt also, wenn ich die Rolle des Hamlet spiele, ich setze die Maske des Hamlet auf und spiele dann die Rolle des Hamlet und habe mich so sehr daran gewöhnt, der Hamlet zu sein, merke aber im Innern nicht, dass in dem Hamlet längst das Gretchen herangewachsen ist und die nächste Rolle das Gretchen wäre, dann ist dann Widerstand mit verbunden. So, und jetzt, wenn diese Maske dann abgesetzt, abgelegt wird, dann ist das ein Befreiungsakt. Und das ist mit einem Gefühl der Ekstase durchaus verbunden oder kann damit verbunden sein. Ja, wenn der Widerstand akzeptiert wird, weil der Widerstand ist ja auch aus meiner Erfahrung, auch aus dem unsichtbaren Skript, auch aus dem Film raus, ist der Widerstand, der ja im Grunde in jedem Tierkreiszeichen, ja, weil die 12 Etappen, 36 Phasen laufen ja in jedem Tierkreiszeichen ab. Und dieser Prozess des Widerstandes gegen Veränderung, im Film heißt es die Weigerung des Helden, die Reise anzutreten. Das ist ein archetypischer Prozess, ein Ausschnitt seiner Reise, die notwendig ist, ja, weil oft ist der Widerstand so negativ belegt. Ja, du hast so Widerstand, dann musst du erstmal und so weiter. Nee, aber dieser Widerstand ist ein Gegendruck, wie eine Art haltende Gebärmutterform, die uns zwingt, mehr Aktivität zu entwickeln oder auch durch dieses Bonding dieser Gebärmutterform, sage ich mal so, das ist wie beim Pluto. Pluto-Vorgänge sind ja fast immer Bonding-Krisen, uns zwingt, darum zu ringen, da durchzugehen. Ja, durch diese Widerstände. Und diese Widerstände sind dazu da, um überhaupt die Kräfte zu entwickeln, durchzugehen und weiterzugehen. Deswegen darf man das nicht negativ sehen. Und natürlich ist, wenn man es erfolgreich geschafft hat, durch Widerstände durchzugehen, hast du danach dieses Befreiungsgefühl, diese Ekstase, dieses ich habe es geschafft, das ist natürlich ein Höhepunkt dann immer, ja. Ganz wichtig. Ja, also mir geht es ja auch gar nicht um die Bewertung, negativ, positiv, das sind ja alles Perspektiven der Ego-Persönlichkeit. Und das ist ja auch ja, man kann es ja ansprechen, weil es ja, ist ja oft klar. Geframed, ja, so. Das ist absolut geframed, ja, also negativ, in Anführungsstrichen jetzt. Eben. Also. Abwertend, abwehrend geframed und besetzt und so weiter. Und lass doch mal los, sind ja solche Sprüche, muss man endlich mal loslassen. Die Leugnerkultur, die wir jetzt gerade haben, ne? Alle, die nicht und das tun, das sind dann Leugner von irgendetwas, die sind im Widerstand, ja. Das ist ja auch weit verbreitet. Ja? Ja, aber dadurch, dass der Widerstand so schön verbreitet ist, gerade also aus der offiziellen Perspektive, kultiviert wird, und ich sage ja immer, ich bin ganz begeistert von der Kultur der Ausgrenzung, die gerade stattfindet. Ja. Also, was? Du bist für Ausgrenzung? Also, natürlich bin ich für Ausgrenzung. Weil ausgrenzen kann ich ja nur, was am Rand der Mitte ist. Und wenn ich den Rand der Mitte immer ausgrenze, dann wird die Mitte immer kleiner. Ja. Also sage ich ja, grenz doch bitte mehr aus, weil der Raum außerhalb dieser Grenze, des Bereiches, der ausgegrenzt ist, wird immer größer. Also daher kann ich das bloß sehr begrüßen, weil wir bewegen uns halt auf eine Phönixgeburt zu. Ja? Also der Widerstand ist ein deutlicher Hinweis dafür. Auch die Konflikte, die weltweit in jeder Form entstehen, bewegen uns auf eine Phönixgeburt zu. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, dass wir also auch als Spezies insgesamt Identifikationsräume aufgeben, Masken ablegen. Und das ist halt also auch ein sehr schwieriger Prozess. Ganz, ganz, ganz klar. Ja? Absolut, ja. Ja, okay. Spezialisierung, hast du noch gesagt? Ja, warte mal.
Was habe ich mir noch notiert hier? Okay. Ja, die Spezialisierung. Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Also die einzelnen Erfahrungsräume sind für mich natürlich immer mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden. Also wenn ich zum Beispiel im Erfahrungsraum nach der Phönixgeburt, also wo es um Spielen und Erkunden von Möglichkeiten geht, unterwegs bin, dann habe ich ganz andere Themen zu meistern, als wenn ich mich in dem Erfahrungsraum, wo der Widerstand die erste Rolle spielt, bewege. Das ist ganz Ja, klar. Und klar. dann ist man die Frage mit der Spezialisierung, das habe ich so genannt. Nicht jeder ist überall für Begleitung geeignet. Also wir haben in den ersten Räumen vor allen Dingen auch therapeutische Prozesse. Ja, also wo da ganz viele Widerstände auch gekoppelt sind an Identifikation mit Opferrollen zum Beispiel, mit der Idee, ich bin verletzt worden und dergleichen mehr. Daran wird auch festgehalten, weil das bietet auch Orientierung. Auch das meine ich jetzt ohne Wertung selbstverständlich. Das ist wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass du aus einer größeren Perspektive, sagen wir aus der Perspektive des Stellenbeobachters, wie Eckhart Tolle die nennt, mal zu sehen, dass wir also unter Umständen mit der einen oder anderen Verwundung, die wir viele Jahre mit uns herumtragen, durchaus einverstanden sind, obwohl in unserer Eigenbewusstheit das ganz anders aussieht. Ja, ich bin also sozusagen unbewusst gerne Opfer und bewusst möchte ich diese Opferrolle gerne ablegen. So, das heißt mit Spezialisierung. Wenn ich in die einzelnen Abschnitte, in die Erfahrungsräume der Phönixreise hineinschaue, dann braucht es in verschiedenen Bereichen eine andere Form des prozesshaften Mentorings. Coaching mache ich ja nicht, oder du in der prozesshaften Beratung, braucht es andere Herangehensweisen. Also Spezialisierung in dem Fall für mich, was mich besonders be bewegt ist, sind die Phasen um die Geburt herum. Und die Phasen danach, die ersten Schritte, das Erkunden, das experimentelle Erforschen von Möglichkeiten, also zu spüren, dass wir am Scheitelpunkt einer Kurve sind, das ist die Geburt, der Scheitelpunkt einer Kurve, wenn wir zum Fahren, beim Fahren in eine Kurve, werden wir ja langsamer. Jeder, der noch alle Tasten im Schrank hat, geht, wenn eine große Kurve kommt, vom Gas runter, ja, es sei denn, er will nicht mehr, dann fährt er einfach geradeaus weiter. Und geht also vom Gas runter, geht auf die Bremse. Und irgendwann guckt er, und das, wenn wir eine Lebenskurve sind, ja oftmals wie Kurven in bewaldeten Gegenden, auch noch Hügel. Das heißt, wir sehen nicht, was nach dem Ausgang der Kurve kommt. Wir gehen also auf die Bremse, gehen vom Gas auf die Bremse, und dann fahren wir langsam. Es wird immer dunkler, der Wald immer dichter. Wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. So hört dann der nie mehr auf. Und dann kommen wir irgendwann an den Scheitelpunkt. Und wenn der Scheitelpunkt erreicht ist, dann haben wir das erste Mal einen weiteren Ausblick auf das, was kommt. Das ist ein hochinteressanter, spannender Punkt. Das nenne ich die Geburt, Scheitelpunkt, bei der Phönixgeburt, wie auch immer. Und was dann, dann gehen wir auch wieder aufs Gas, wir fahren wieder schneller und so weiter. Aber wir müssen dann anders fahren, weil die Straße nach dem Scheitelpunkt sieht anders aus. Wir können nicht einfach weiterreisen wie bisher. Also vielleicht brauchen wir auch andere Bereifung, vielleicht brauchen wir einen stärkeren Motor, vielleicht brauchen wir ein anderes Fahrzeug und dergleichen mehr. Also wir müssen experimentieren. Das heißt also, Ja, unsere wir fahren ja vor Stahlen allen müssen. Dingen auch mit der Erfahrung des Abstiegs in oder des Einstiegs in die Kurve, mit auch der Erfahrung, gegebenenfalls auch mit der Verunsicherung, mit der Krise, die dabei entstanden ist. Wir fahren ja danach weiter mit diesen Erfahrungen. Wir sind achtsamer, wir sind bewusster, wir sind, schauen vielleicht mehr voraus, wir achten auf mehr Sachen, das nimmt man ja mit. Ja. Also dieser Wir Prozess fahren, der Veränderung. ja, wir fahren mit der Erfahrung weiter. Die Frage ist bloß, ob die Erfahrungen, mit denen wir dann weiterfahren, weiter als Korsett unser Kleidungsstück sind. Oder ob wir Nee, das sozusagen nicht. eine Ja, das ja Besonderheit. eigentlich nicht. Weil im Grunde reden wir jetzt hier wieder über die 15 Grad Skorpion oder zumindest 15 Fische, 15 Krebs. Das sind wieder die großen, für mich jedenfalls aus der Heldenreise betrachtet, die großen Tiefkrisenpunkte, wo wirklich alte Identitätsmuster oder Identifikationsmuster abgelegt werden oder Rollenskripte, ja, mit der Skorpion. Wo sozusagen die Rolle, die wir beim Missionsbeginn, das ist der Aszendent, übernommen haben, loslassen. Natürlich, wir fahren verändert, wir nehmen die Erfahrung mit. Guck mal, beim Skorpion sehe ich es ja so. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir durch eine Skorpionphase durch sind, durch die 15 Grad, das war, oder durch die 11. Etappe, dass wir anschließend komplett alles vergessen haben. Wir haben Nein, einen homöopathischen Prozess vollzogen. Wir wissen zwar, wie was abgelaufen ist, haben ein paar Sachen echt losgelassen, sind freier, nehmen aber die Erfahrung in einer sublimierten Form, in einer homöopathischen Form mit. Und gehen dann weiter. Verändert. ja. Was ich meine, da sind wir wieder beim Thema der Identifikation. Wenn wir mal bei dem Bild der Kurve bleiben, im ersten Teil der Kurve bis zum Scheitelpunkt bin ich Raupe.
Nach dem Scheitelpunkt bin ich Schmetterling. Ich habe die Erfahrung der Raupe in mir, ja, homöopathisch wie auch immer. Wenn ich aber nach dem Scheitelpunkt versuche weiterzulaufen wie die Raupe, laufe ich gegen die Wand. Das heißt, ich muss mit dem neuen Körper, den ich dann sozusagen bewohne, muss ich lernen zu leben. Das heißt also, ich fange an, experimentell zu erforschen, was kann denn dieser Körper? Ich bin dann auf einem anderen Pfad unterwegs. Vorher war es vielleicht auf einem Zweig oder auf einem Blatt, vielleicht auch auf der Erde. Danach ist meine erste Domäne die Luft. Ja. Das heißt also, ich bin in einem anderen Raum mit anderen Herausforderungen der Bewegung unterwegs und darf das erstmal lernen. Das ist also ein großer Forschungsprozess, der natürlich auch mit Schwierigkeiten verbunden ist, aber vor allen Dingen auch mit Zuversicht, weil plötzlich ist wieder ganz viel Neues möglich. Genau. Das ist die Phase sozusagen nach dem Geborensein. Und das wäre die Ausgangsfrage, Ausgangsbetrachtung war das, die der Spezialisierung. Also wer braucht welche Form der Begleitung in welchem Abschnitt oder in welchem Erfahrungsraum, in dem man sich gerade befindet. Ja, zum Beispiel. Das wäre dann so eine Art von Spezialisierung oder zumindest einer differenzierteren Betrachtung der Begleitung. Ziel ist Ja. immer das neue Ufer. Okay. Im Wesentlichen habe ich mir noch notiert, das wäre jetzt das letzte hier, Generalperspektiven der sieben Räume oder Erfahrungsräume. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, wenn du da Ja, die Generalperspektive ist, was ich vorhin ein bisschen unterschieden habe, die 36 Phasen im unsichtbaren Skript, die sieben Erfahrungsräume sind halt ein gröberes System, sozusagen so eine Art Stundenzeiger, und die Phasen, von denen du sprichst, ja in der Einzelbetrachtung weitaus differenzierter sind, Minutenzeiger und Sekundenzeiger. Und damit ist es eine Generalbetrachtung, aha, ist jemand jetzt gerade losgefahren vom alten Ufer? Dann kann ich mit dem nicht darüber sprechen, wie er jetzt neue Räume oder den neuen Körper erkundet. Wer hat noch keinen neuen Körper? Das würde den massiv überfordern, generell. Er würde sich auch nicht abgeholt fühlen und würde auch nichts verstehen. Nicht, weil er blöd ist, sondern weil er sich in einer Situation befindet. Das zum Beispiel. Ja, okay. Ja, gut. Kurz und intensiv, würde ich sagen. Hast du schon Perspektive, wann es sein kann? Hast du schon einen Termin im Köpfchen, im Auge? Ja, Anfang September. Also Anfang ist dann September. Unten im Link drin, der Phoenix Navigator. Also es werden drei Abende sein, wo wir diese einzelnen Erfahrungsräume im Differenzierten, nicht bloß in der Theorie, vor allen Dingen auch in der Praxis, weil nach dem Prinzip der Affinität werden sich natürlich nur die einfinden, die ganz gerade klar mit diesen sozusagen schwanger sind. Okay. Wenn wir das Na, wir werden gucken. Wir werden vielleicht auch astrologisch ein bisschen forschen, ob wir da einen guten Termin finden, wenn dir das recht ist, wenn du es willst, wann wir starten oder wann du das starten möchtest. Können wir ja gucken. Ja. Gut, jetzt kommt nämlich die Sonne hier langsam rum und scheinen wir auf die Halbglatze. Ansonsten sage ich erstmal danke und danke für die Aufmerksamkeit. Und ebenso. Alles Weitere findet ihr in der Beschreibungsbox und bis bald im Wald. Ne? Dankeschön. Okay? Alles dann. Ciao. Ciao.